In diesem Video stelle ich dir meine Mittagsmahlzeit vor, die mir seit über 4 Jahren täglich die Energie für meine Erfolge gibt. Viel Spaß! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eine gesunde und ausgewogene Ernährungsweise ist eine der wichtigsten Säulen auf dem Weg zum Erfolg. Das habe ich bereits vor 8 Jahren erkannt und seitdem habe ich mich unablässig mit dem Thema Ernährung befasst. Ich habe einen Ernährungsplan entwickelt, der meinen Organismus täglich mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Angefangen mit den Makronährstoffen wie Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, die Mikronährstoffe Eisen, Selen, Zink und so weiter, Vitamine. Alles ist in diesem Plan enthalten. Der Ernährungsplan setzt sich insgesamt aus 3 Hauptmahlzeiten zusammen. Zum Beweis dafür, dass wirklich alle wichtigen Nährstoffe enthalten sind und keine Mangelernährung auftritt, habe ich einen eigenen Bluttest entworfen und mich diesem Bluttest unterzogen. In diesem Test enthalten war ein großes Blutbild, Eisen, Selen, Zink, ein Test auf meinen Jodwert sowie auf Vitamin B12. Ja, und das Interessante war, dass dieser Test ergeben hat, dass ich mich bester Gesundheit erfreue und jeder Wert im optimalen Bereich liegt. Ich war seit 5 Jahren nicht mehr krank, weil mein Immunsystem top ist und wie du siehst, habe ich eine recht gute Körperstatur und viel Kraft. Heute werde ich dir meine Mittagsmahlzeit vorstellen und zwar die Power Lentils. Diese Mahlzeit ist relativ günstig und sie hat den Vorteil, dass du dich wirklich jeden Tag zum Mittagessen von dieser Mahlzeit ernähren willst, wenn du das möchtest. Dadurch kannst du viel Willenskraft sparen, weil du dich nicht mehr entscheiden musst, was du jetzt zum Mittagessen isst. Ja, deswegen haben Steve Jobs und Mark Zuckerberg immer dasselbe T-Shirt an, damit sie sich nicht mehr entscheiden müssen, was sie anziehen. Und dasselbe Prinzip kann man auch auf die Ernährung übertragen, vorausgesetzt, man hat eine ausgewogene Ernährung. Ja, und diesen Vorteil kannst du dir zunutze machen. Zusätzlich dazu kostet diese Mahlzeit nur aktive 3 Minuten Vorbereitungszeit. Ja, und dementsprechend kann wirklich jeder Mensch diese Mahlzeit vorbereiten und sich auf diese Weise gesund ernähren. Plus, dass sie sehr gut schmeckt. Herzlich willkommen bei der Kochshow mit Joe Melzer. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange dieser Aufbau hier gedauert hat. Ihr könnt meine Gestik auch immer noch sehen, was ich hervorragend finde. Und wie der ein oder andere Schüler möglicherweise bereits vermutet hat, beruhen die Power Lentils auf Linsen. Ja, das ist das Erste, womit wir starten, und zwar Berglinsen. Brokkoli ist ein wichtiger Bestandteil der Mahlzeit, enthält viel Vitamin C, Calcium und den krebsvorbeugenden Stoff Sulforaphan. Paprika, die enthält ebenfalls viel Vitamin C und Carotinoide. Leinöl ist ein wichtiger Bestandteil der Mahlzeit und enthält viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Olivenöl ebenfalls, im Olivenöl aber nicht so viele mehrfach ungesättigte, sondern eher einfach ungesättigte Fettsäuren und viel Vitamin E. Walnüsse sind ebenfalls enthalten. Ganz wichtig bei Walnüssen, Walnüsse immer über Nacht in Wasser einlegen, denn in der Schale, in der Walnusshaut ist Phytinsäure enthalten und diese Phytinsäure kann die Aufnahme von Calcium beispielsweise hemmen. Walnüsse enthalten ebenfalls sehr viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, auch hier Omega-6-Fettsäuren, die ebenfalls wichtig sind. Zuletzt noch Salz. Das sind 5 Gramm Salz und das ist die einzige Mahlzeit, bei der ich Salz hinzufüge und einige Gewürze. Jetzt werde ich euch einen Trick verraten, der euer gesamtes Leben verändern wird. Und zwar nutzt einen Dampfgarer. Ich bin vor 6 Jahren auf die Idee gekommen, einen Dampfgarer zu nutzen und seitdem habe ich unzählige Stunden an Zeit gespart. Ja, ich werde euch jetzt zeigen, wie dies geht, also wie ihr den Dampfgarer nutzt. Mit den Linsen müsst ihr nichts weiter machen, als die in ein solches Sieb zu geben. Dann nehmt ihr das Sieb und wascht die Linsen ab. Dann nehmt ihr diese Linsen und packt die abgewaschenen Linsen einfach in eine solche Tupperdose. Am besten in eine Bisphenol A-freie Tupperdose. Dann macht ihr diese Schale voll und zwar doppelt so viel Wasser, wie Linsen in der Schale enthalten sind. Und stellt diese Schale in euren Dampfgarer. Dann nehmt ihr euren abgewaschenen Brokkoli und packt den ebenfalls in eine Tupperschale und stellt diese Tupperschale in die zweite Ebene eures Dampfgarers.
Dann stellt ihr euren Dampfgarer auf eine Stunde und geht zum Sport oder wo auch immer ihr hin wollt. Ja, und dann startet das Ganze und dann kommt ihr nach einer Stunde wieder. Nach einer Stunde kommt ihr dann wieder und so sieht das Ganze dann aus. Ja, zack, der Brokkoli war jetzt nicht eine ganze Stunde drin, der ist dann ein bisschen mehr durch. Aber die Linsen sehen dann so aus wie hier. Zack. Ja, und wie cool ist das bitte? Ja, mit 30 Sekunden Arbeitsaufwand hat man solche Linsen. Man muss sich um nichts kümmern, keinen Topf bewachen, dass der hochgeht oder sonst irgendwas. Man hat direkt solche Linsen. Das ist echt verdammt cool. Als ich das rausgefunden habe, war ich ziemlich happy. Das Wasser bekommt ihr dann aus der Dose mit einem solchen Sieb raus wiederum. Und dann gebt ihr die Linsen einfach so auf den Teller. Im nächsten Schritt nehmt ihr den Brokkoli. Den könnt ihr dann so dazu packen. So, dass es auch richtig schön aussieht, denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Und dann haben wir die Paprika. Die Paprika lege ich mir meistens so daneben und dann nehme ich die wie so eine Brotscheibe und nehme dann damit die Linsen auf. Zack. Dann kommt das Leinöl und das Olivenöl. Das kommt dann hier so verführerisch drüber. Ein bisschen über den Brokkoli. Zack. Fertig. Dann sind die bereinigten Walnüsse an der Reihe. Die streuen wir dann so hier drüber. Bam. Und das Salz sowie die Gewürze. Geil, oder? Zieht euch das mal bitte rein. Kann irgendwas gesünder aussehen? Also das sieht doch jetzt echt verdammt verführerisch aus, oder? Als ob man direkt, wenn man ein so ein Teller ist, hat man direkt eine 1 plus in Mathe. Also so sieht das für mich aus. Echt geil. Ja, so sieht's aus. Das ist die Mittagsmahlzeit. Insgesamt enthält diese Mahlzeit 36 Gramm Eiweiß, 42 Gramm Fette. Dabei muss man aber sagen, es sind Topfette, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren und dementsprechend sehr gute Fette. Plus, dass es die einzige wirklich fettreiche Mahlzeit meines Tages ist. Und insgesamt 61 Gramm Kohlenhydrate in Form von langkettigen Kohlenhydraten. Damit kommen wir auf eine Gesamtzahl von 769 Kilokalorien. Ganz wichtig ist, dass du gut kaust. Ja, die Verdauung beginnt im Mund. Und diese Mahlzeit ist recht anspruchsvoll für die Verdauung. Deshalb ganz wichtig, gut kauen, damit die Verdauungsenzyme wie Alpha-Amylase, die im Speichel enthalten ist, bereits da ihre Arbeit verrichten kann. In den ersten Tagen kann es natürlich dazu kommen, dass du Blähungen hast. Ja, du kennst bestimmt den Spruch, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Und das trifft auch hierzu, aber das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Das liegt an den Ballaststoffen, die enthalten sind in der Mahlzeit und nach spätestens 3 Tagen hat sich das Ganze gelegt. Meinen Dampfgarer, den habe ich dir hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, sodass du diesen direkt bestellen kannst. Nach dieser Mittagsmahlzeit bist du perfekt gerüstet, um alle deine Ziele zu erreichen. Ja, du bist optimal mit Nährstoffen versorgt und kannst direkt wieder durchstarten auf dem Weg zum nächsten Erfolg. Natürlich sind dein Frühstück und dein Abendessen genauso entscheidend wichtig für den Erfolg und für eine ausgewogene Ernährung. Aus diesem Grund stelle ich dir in der Lektion Ernährung aus dem Modul Lifestyle vom 1er Abi Masterplan die Grundlagen der Ernährung vor. Und in einem Bonuskurs zeige ich dir dann mein Frühstück und mein Abendessen, gebe dir das Rezept dafür und natürlich zeige ich dir auch die Zubereitung. Ernährung ist auch für Top-Leistungen in der Schule ein wichtiges Thema und dementsprechend habe ich dieses Thema mit in den 1er Abi Masterplan mit reingenommen. Mehr Informationen zum 1er Abi Masterplan und weitere effektive Lerntechniken erhältst du in meinem kostenlosen Webinar. Dafür kannst du dich einfach anmelden und dann durchstarten. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Zubereitung der Power Lentils. Schreib mir in die Kommentare, wie es dir geschmeckt hat und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Erfolgscoach Joe.